Arbeitskampf bei Fluglinie Ryanair. Piloten streiken am 20. Dezember. Stand 14.12.2017, 13.01 Uhr Seitenanfang. In mehreren Ländern starten Piloten der Billigfluglinie Ryanair einen Arbeitskampf. In Portugal und Irland kündigten sie Streiks für den 20. Dezember an, in Italien für morgen. Für Deutschland gibt es offiziell noch keinen Termin. Piloten der Billigfluglinie Ryanair haben für den 20. Dezember einen Streik in mehreren Ländern angekündigt. Die in Portugal und Irland stationierten Piloten wollen die Arbeit dann für 24 Stunden niederlegen. Bereits an diesem Freitag ist ein vierstündiger Ausstand der Ryanair-Piloten in Italien geplant. Ryanair teilte mit, der Streik könne zu Störungen im Flugbetrieb führen. Streiktermin in Deutschland noch offen. Auch die deutschen Ryanair-Piloten sind zum Arbeitskampf aufgerufen. Allerdings machte die Vereinigung Cockpit, VC, bislang keine Angaben, wann mit dem angekündigten Streik in Deutschland zu rechnen ist. VC-Präsident Ilja Schulz sagte, konkrete Streiktermine an den 10 deutschen Ryanair-Basen werde man so rechtzeitig bekannt geben, dass Familien nicht mit ihren Koffern auf den Flughäfen stehen müssen. Auf der anderen Seite wolle man der Fluggesellschaft aber mögliche Gegenmaßnahmen erschweren. Unsere Maßnahmen müssen auch sitzen, sagte er. Ausgenommen seien die Weihnachtstage vom 23. bis zum 26. Dezember. Ryanair wird am 18. Dezember auf seiner Homepage Maßnahmen veröffentlichen, die die Auswirkungen auf die Kunden minimieren sollen, kündigte ein Airline-Sprecher an. Ryanair lehnt Verhandlungen mit den Gewerkschaften ab. Ryanair droht Piloten. Die Pilotengewerkschaft VC wirft Ryanair systematisches Sozialdumping vor. Fast alle anderen Fluggesellschaften bieten bessere Arbeitsbedingungen als Ryanair, beklagte die Vereinigung Cockpit. Ryanair erklärte, die Gewerkschaftsdarstellungen seien ohne Grundlage. Das Unternehmen lehnt bislang Verhandlungen mit Gewerkschaften grundsätzlich ab und setzt stattdessen auf Gespräche mit Mitarbeitervertretungen. Nach der Streikankündigung in Dublin drohte das Unternehmen möglichen Streikteilnehmern zudem mit finanziellen und dienstplantechnischen Nachteilen, weil sie die Vereinbarungen mit Ryanair verletzten. Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Dezember 2017 um 11 Uhr. Mehr zu diesem Thema: Pilotenstreik bei Ryanair, angekündigt das Sterben der Fluglinien, Weltatlas, Portugal, Ihre Meinung, meta.tagesschau.de. 16 Kommentare zur Meldung. Kommentierung der Meldung beendet. Alle Kommentare zur Meldung anzeigen. Schlagwörter der Meldung, Ryanair Streik. Geo-Schlagwörter der Meldung, Lissabon, Portugal, Euro.